Sollte man jetzt noch in Uran oder Uranaktien investieren oder ist hier der Zug schon längst abgefahren? Und genau darum geht es in diesem Video. Und bevor wir uns dem eigentlichen Thema widmen, müssen wir uns zuerst mal die Frage stellen, wie lange möchte ich denn überhaupt investieren bzw. investiert bleiben? Ich persönlich bin ja eher der Swing Trader, das heißt, ich halte meine Position über ein paar Tage, über ein paar Wochen und versuche mir einfach nur aus dem Markt so eine schöne Bewegung rauszuschneiden. Dann steige ich wieder aus und suche mir eine neue Chance. Ich weiß, dass das Thema Uran aber ja durchaus ein Trendthema bzw. einfach mit mehr Potenzial behaftet ist und aus diesem Grund schauen wir uns hier auch einmal längerfristige Charts an und anhand der Charts können wir ausmachen, ob jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen ist zu investieren, beziehungsweise wir versuchen auszumachen, wann denn der richtige Zeitpunkt gekommen ist, um wieder in den Markt einzusteigen oder um erstmals in den Markt einzusteigen. Zuerst gucken wir aber mal, ich habe im Februar diesen Jahres hatte ich schon ein Video zum Thema Uran veröffentlicht und dort hatten wir einen Uran-ETF hatte ich empfohlen, hatte ich vorher bei mir in meiner Gruppe gehandelt und das war dann tatsächlich eher auf Swing Trading Sicht, das heißt auf Sicht von ein paar, ja, sagen wir maximal ein paar Wochen. Und wenn wir uns das anschauen, ich sag mal, so die technische Analyse, das technische Trading, das funktioniert egal, ob man kurzfristig im Daytrading aktiv ist oder ob man langfristiger Investor ist, das funktioniert immer gleich. Die Märkte bewegen sich in Fraktalen, die bewegen sich im Kleinen genauso wie im Großen oder umgekehrt. Und daher ist für mich persönlich die charttechnische Analyse das Mittel der Wahl. Um hier tatsächlich bestimmen zu können, setze ich Geld ein oder lasse ich es bleiben. Der URA-ETF, URA ist einfach das Kürzel, und den hatten wir im Februar, beziehungsweise hier Ende Januar hatte ich hier einen Einstieg bei mir in der Gruppe gemacht. Einstieg 14,85, Stop-Loss bei 14,30. So, und dann haben wir hier nur eine Bewegung mitgenommen. Wir haben einen ersten Teilausstieg, einen ersten Teilgewinn bei 16,85 mitgenommen, zweiten Ausstieg bei 18,50. Und jetzt sagt man, ja Mensch, das ist doch scheiße. Aktuell steht das Ding doch bei 23. Da hast du ja die größte Bewegung verpasst. Ja, natürlich habe ich die weitere Bewegung verpasst, aber darum geht es mir ja gar nicht. Mir geht es darum, dass ich mein eingesetztes Risiko, nämlich das, was wir hier unten sehen, mein eingesetztes Risiko, dass ich das möglichst häufig zurückverdiene. Denn es ist falsch anzunehmen, beziehungsweise wenn man sich damit brüstet, oh, ich habe hier 10.000 Euro gewonnen, habe aber im Grunde auch 10.000 riskiert, dann ist das ein schlechtes Geschäft. Wenn ich jetzt aber hier, wie in diesem Fall, irgendwie knapp 60 Cent riskiert habe und habe mehrere Dollar an Profit gemacht, dann ist das ein gutes Geschäft gewesen. Und genau darum geht es im Swing Trading. Jetzt gucken wir uns mal den URA, den ETF an, wie er aktuell dasteht. So, und wir wagen hier zuerst einmal einen wirklich langfristigen Blick, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie viel Potenzial steckt denn überhaupt noch rein, wenn man sich die Vergangenheit anschaut, wie viel Potenzial steckt in dem Markt überhaupt drin. In den letzten Jahren von 2016 an ging es, naja, so schleppend seitwärts, und dann kam jetzt 2021, Ende 2020 kam diese erste dynamische Aufwärtsbewegung. Und wenn wir mal zurückblicken, da ist durchaus noch Potenzial vorhanden, also zumindest rein aus charttechnischer Sicht. Die nächste Hürde, beziehungsweise aktuell notiert der ETF an einem ersten kleinen Widerstand. Die nächste Hürde liegt so im Bereich 28, gefolgt von knapp 40, später 64. Schauen wir uns das Bild mal auf Tagesbasis an, um abwägen zu können, wie weit denn die Reise jetzt erst einmal noch gehen könnte. So, dafür müssen wir ein Stück weit reinzoomen.
Ich war damals hier unten eingestiegen, hier oben Gewinn mitgenommen. Und jetzt, wenn wir uns das anschauen, wir hatten Verlaufshoch, jetzt nochmal so ein leicht höheres Hoch, wir sind an dem Widerstand angekommen. Deswegen bin ich hier aktuell erstmal ein Stück weit vorsichtig in diesem ETF. Denn es sieht ein Stück weit danach aus, dass wir nochmal eine Korrektur sehen werden, so in dem Bereich 20,5 bis 21. Dort wird der ETF für mich schon wieder durchaus interessant. Gucken wir uns Einzelaktien an, die sind nämlich aus charttechnischer Sicht noch ein bisschen interessanter. So, zuerst der Blick mal auf Cameco, einer der großen Player in dem Geschäft. Und hier sehen wir eigentlich sehr schön, dass der Trend jetzt aktuell, dass der gerade erst gestartet ist. Wir haben uns seit 2016 haben wir uns seitwärts bewegt. Dann wurde Anfang 2021 die Seitwärtsbewegung überschritten. Ein neuer Trend ist gestartet. Und der Trend ist jetzt noch relativ jung. Die nächste Hürde haben wir, die nächste große übergeordnete Hürde haben wir so im Bereich 25 bis 26 US-Dollar, gefolgt von 32 bis 34 und wenn wir noch weiter gucken, ist Platz bis 42 US-Dollar. Gehen wir eine Zeiteinheit tiefer, schauen uns das Ganze mal hier auf Tagesbasis an. So, und jetzt wird es spannend. Die Cameco hatte zuletzt auch so ein Stück weit eine Seitwärtsbewegung ausgebildet, hatte im Bereich 19 bis 20 einen Widerstand, einen kurzfristigen, der wurde überwunden. Und jetzt haben wir hier das Niveau im Bereich 19 bis 20. Das ist schon mal so ein erstes Niveau, wo man eine Position aufbauen kann, um dann auf eine weitere Trendfortsetzung zu spekulieren. Auch sehr spannend ist die Uranium Energy und den Tipp habe ich jetzt die letzten Tage noch von jemandem bei mir in der Gruppe bekommen. Guck dir mal die Uranium Energy an und ist wirklich eine interessante Geschichte. Wenn man sich in dem Bereich engagieren will, sollte man aktuell noch warten, beziehungsweise in der Uranium, denn sie ist hier an einem Widerstand. Wir sehen so Schatten oben, die Aktie kommt nicht so recht voran. Im Bereich 350 ist Widerstand, da ist einfach momentan Verkäufer anwesend. Und wenn der fertig ist, dann haben wir Potenzial nach oben zu laufen. 4,50, 5, 6 US-Dollar, geht sogar noch weiter in Richtung 7,50 bis 8 US-Dollar ist da Potenzial. Aber jetzt müssen wir ja gucken, dass wir, ich sag mal, vom Chance-Risiko-Verhältnis das Ganze auch vernünftig hinkriegen. Und momentan ist eben hier in diesem oberen Bereich ist einfach Verkäufer aktiv und wie eben schon gesagt, wenn der fertig ist, dann kann man hier einen Ausbruch handeln. Also darauf gilt es momentan zu achten, hier einen Ausbruch in der Uranium Energy nach oben zu handeln, beziehungsweise man kann auch gucken im Bereich 240, 260, hier mögliches Unterstützungsniveau sollte die Aktie nochmal das Niveau antesten und wir wissen es ja nie. Das ist das nächste Ding. Macht euch einen Plan, denn keiner weiß, wo die Börse als nächstes hinläuft. Wir können nur anhand der technischen Analyse können wir Marken ausmachen, wo tendenziell wieder Käufer in den Markt reinkommen und den Kurs stützen, den Kurs wieder nach oben pushen oder entsprechend auch nach unten drücken. Also, Uranium Energy, ganz interessante Geschichte, unbedingt merken. Ein bisschen skeptisch bin ich bei der Next Gen Energy, denn die läuft nur so schleppend nach oben und das ist eher ein Zeichen, dass hier auch nochmal eine Korrektur angesagt ist. Der Bereich 4 bis 4,50 und zwar kanadische Dollar, der wird spannend in der Next Gen Energy, aber bis dahin erstmal noch warten. Energy Fuels ebenfalls ein ganz ähnliches Chartbild. Wir haben Widerstände hier im oberen Bereich und da ein Ausbruch nach oben wäre auch positiv. Aber zuletzt sind wir vom Tief zum Hoch gelaufen. Das bedarf erstmal wieder ein Stück weit einer Korrektur. Jetzt muss ich nochmal zurückgehen auf die Next Gen Energy und hier wollte ich mal noch einen Blick auf den Langfristchart mit Ihnen werfen, damit Sie wichtig, egal ob Sie kurzfristig engagiert sind oder langfristig engagiert sind, Sie brauchen einen Plan. Und Sie müssen damit rechnen, wenn wir uns das mal angucken, 2016 gab es schon mal so einen Hype in Anführungsstrichen. Und dann ist die Aktie von 4,50 wieder auf unter einen Dollar gefallen. Wer weiß denn tatsächlich, ob das nicht wieder passiert? An der Börse ist alles möglich. Wir müssen vor allen Dingen unser Risiko im Griff haben.
Und aus diesem Grund brauchen wir unbedingt einen Plan. Und wenn man sagt, naja, ich muss jetzt unbedingt schon auf den Zug aufspringen, dann muss man der Aktie Platz lassen bis hier auf das Unterstützungsniveau. Und erst wenn wir darunter brechen, dann muss man sich ernsthafte Gedanken machen. So, und ein ebenfalls wunderbares Chartbild haben wir in der ISO Energy. Und hier haben wir auch im Bereich 3,20 ist momentan Widerstand, kanadische Dollar. Und wenn dieses Niveau überschritten wird, dann ist wieder mit Dynamik zu rechnen. Dann ist wieder die Zeit für die Swing Trader gekommen, so wie für mich, um hier den nächsten Impuls nach oben mitzuhandeln. Also Energy ebenfalls interessant. Auf jeden Fall mal auf die Watchlist legen, um zu gucken, wann hier der Move nach oben kommt. Wenn er denn kommt, denn wir wissen es nie.